Mein Name ist Daniela, ich wohne schon seit vielen Jahren in Leipzig und arbeite hier an einer Berufsschule, unterrichte Englisch und Französisch und bin schon seit 1988 Mitglied des Max-Klinger-Kurs. Wir proben jeden Montag 19 Uhr im Ringcafé. Ich gehe dann nach der Schule kurz nach Hause, packe meine Noten ein, ordne die nochmal, steige auf mein Fahrrad und freue mich auf die Musikstücke, die wir singen und auf meine netten Kolleginnen in der Altstimme. Es ist erstmal eine schöne Erholung, nach der Arbeit nochmal Fahrrad zu fahren. Ich freue mich auf das gemeinsame Singen, wenn alle vier Stimmen zusammenkommen, wenn viele Männerstimmen präsent sind und wenn unser Chorleiter Peter zufrieden mit uns ist. Die Proben laufen eigentlich alle relativ nach dem gleichen Muster ab. Wir haben also eine Stimmbildung. Zunächst einmal macht man seine Stimme warm. Manchmal macht man auch ein bisschen gymnastische Übungen, um den Körper auch warm zu machen. Aber das ist wichtig, damit man eben gleich einstimmen kann in den Chor und nicht so ad hoc etwas singen muss. Die Stimmung ist sehr gut bei den Proben. Man denkt oder man merkt, dass alle untereinander befreundet sind. Und ich finde auch Peter und Stefanie, also unser Chorleiter, und Stefanie, unsere Frau fürs Stimmcoaching, machen das sehr gut und gestalten die Proben auch sehr abwechslungsreich, dass man nicht ins Stocken gerät. Und das ist das, was diesen Chor so ausmacht. Ich denke, auch das wird gerade Leute in meiner Generation anlocken können. Mein Name ist Peter Kubisch. Ich bin von Beruf Chor- und Orchesterdirigent. Der Max-Klinger-Chor ist ein Chor, in dem sich viele Altersstufen miteinander treffen. Der Max-Klinger-Chor ist ein Chor, der über Jahre hinweg gewachsen ist, aus einem Gymnasialchor, aber auch neue Chorsänger hinzugewonnen hat. Und diese Altersstruktur oder diese Entwicklung des Chors ist aus meiner Sicht etwas Besonderes. Und es charakterisiert ihn vor allen Dingen auch noch diese Herzlichkeit und diese familiäre Komponente innerhalb des Ensembles. Aus meiner Sicht steht und fällt Anspruch und auch die Begeisterung, die man beim Singen hat, steht und fällt mit der Einstudierung, mit dem Leiter, der Leiterin eines Ensembles und mit dem Feedback, was man aus dem Chor bekommt. Diese Komponenten müssen miteinander harmonieren und dann kann man den Anspruch relativ hoch schrauben. Man kann wirklich viel probieren und man bekommt auch viel zurück. Wenn ein Stück entsteht, dann muss es ja zusammengesetzt werden. Die einzelnen Proben setzen sich meistens aus Kleinigkeiten zusammen, die dann zum Großen und Ganzen zusammengefügt werden. Wir sind in der Lage, im Max-Klinger-Chor einmal achtstimmig zu singen. Das heißt, wir können den Sopran teilen, wir können den Alt teilen, Tenöre, Bässe. Also wir können durchaus 8- bis 10-stimmige Stücke singen. Bei der Stimmbildung nimmt uns meistens Stefanie entweder in kleinen Gruppen oder alleine kurz aus der Probe raus. Und dann üben wir verschiedene Techniksachen, wie man den Mund am besten formt, wenn man singt, wie man am besten atmet. Und das hilft ganz besonders, um den Gesang eben auch auf der Bühne klanglich und technisch sehr gut rüberzubringen. Das ist oft recht anspruchsvoll, aber diese harte Arbeit ist eigentlich immer gepaart mit Freude am Singen. So erlebe ich das. In Kühlungsbrunn sind wir jetzt das zweite Mal. Wir waren aber auch schon einige Male in Bad Doberan, in Keksdorf und ich glaube 7 Jahre in Rerik. Das Zimmer ist cool mit den Doppelstockbetten und so. Und es ist auch cool, dass man den Strand gleich in der Nähe hat. Man lernt sich hier besser kennen als nur zur Chorprobe. Man kann auch miteinander mal reden und sich was austauschen. Man kann auch sehen, wie die Familien mit sind. Einige bringen ihre Eltern mit, ihre Kinder oder Verwandte. Und das ist schon sehr
interessant. Wir singen jedes Jahr einmal in Rerik am Donnerstagabend. Es gibt auch Stammzuhörer, die jedes Jahr wiederkommen. Und meiner Meinung nach sind wir, glaube ich, schon 26 oder 27 Mal dort in Rerik gewesen. Es macht immer Spaß, dort zu singen, weil die Zuschauer sich auf uns freuen und wir auf die Zuhörer. Es ist immer wieder spannend, in Konzertatmosphäre aufzutreten. Spannung, das Publikum. Besonders spannend auch, ob es voll wird, ob viele Leute kommen. Und man ist immer wieder neu aufgeregt. Die Konzerte, die wir erleben, das ist natürlich das Highlight. Darauf arbeitet man hin. Das dauert Wochen, bis so ein Programm steht. Und wenn es ein ganz schwieriges Programm ist, manchmal gar mit einem Orchester. Sagen, ich habe noch kein Konzert in meinen 40 Jahren erlebt, aus dem ich irgendwie unbefriedigt rausgegangen bin, sondern die Konzerte hier sind sozusagen das, worauf man hinarbeitet. Bedeutet für mich, dass wenn ich Montagabend hierher komme, ich meine persönliche Auszeit habe. Ich kann vom Alltag abschalten und kann Musik machen und beim Musikmachen kann man sich entfalten. Man vergisst, wenn man hierher kommt, alles und es ist sozusagen so, wenn ich in das Ringcafé eintrete, geht wie ein Schalter um und der Alltag ist aus und wenn ich dann wieder rausgehe, klappt der Schalter wieder an und dann geht der Alltag wieder los. Das ist das Schöne daran, dass diese Woche an der Ostsee immer in Einklang ist mit Familie und Singen. Wir haben alles beides zusammen. Wir freuen uns jedes Jahr wieder darauf. Diese Kontakte zueinander, diese Gespräche miteinander sind sehr bereichernd und sehr schön für mich. Und insofern ist es jedes Mal eine Freude, nach Leipzig zu kommen, um mit dem Chor zu proben. Wo sehe ich den Chor in der Zukunft? Das ist eine schwierige Frage, aber ich bin mir sicher, wir haben mit Peter Kubisch einen Chorleiter, der in der Lage ist, uns zu einem solchen Ensemble zu führen, welches auch noch in 100 Jahren existieren wird. Das hängt damit zusammen, dass er anspruchsvolle Chorliteratur mit uns einstudiert, die auch modern ist, die auch klassisch ist und die ein so breites Spektrum anspricht, dass auch junge Menschen interessiert sind, uns beizutreten. Bei uns ist es wichtig, dass man Gesangstalent mitbringt. Es wird aber locker gesehen, also keine Strenge. Du solltest Noten, Töne abnehmen können, Takte einhalten. Wichtig ist, sich zu konzentrieren, nicht zu viel zu quatschen und dann kommt da ein gutes Ergebnis raus. Es kommt ja auch immer darauf an, auch Leute kennenzulernen. Und das ist eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen und seinen Bekanntenkreis wieder zu erweitern. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und auch ein bisschen übt zu Hause, dann ist es durchaus, ich denke mal, für einen durchschnittlich begabten, musikalisch interessierten Menschen machbar. Und man muss es auf allen Dingen ausprobieren. Und zu Hause bleiben bringt nichts. Hinkommen, gucken, mitmachen und sehen, was daraus wird.